Hey, Kay! Hey, hier sind die Treibstoffinjektoren. Perfekt. Bauen wir sie ein. Also, die Treibstoffinjektoren sind fertig. Moment, ich mache uns abflugbereit. Das sah ja auch schon mal besser aus. Es fliegt, quasi. Hast du noch einen Auftrag für mich? Was hältst du davon, Imps reinzulegen? Ach, nicht gut. Kay, sag ihr nicht gut. Ich dachte, sowas macht ihr hier nicht. Deshalb hängen wir es den Pikes an. Und wer sagt mir, dass Crimson Dawn mich hinterher nicht abserviert? Niemand. Aber so läuft das Spiel. Und ja, ich spiele es besser als die meisten. Du musst dich nur auf eine Station des Imperiums schleichen und ein paar Daten löschen. Einfach. Im Weltraum? Nein, sie ist noch nicht bereit. Ich mach das schon. Aber ich sprach über sie. Wir kriegen das hin. Fertig. Sie fliegt jetzt. Aber der Hyperantrieb ist immer noch im Eimer. Ah, also keine Sprünge. Dann müssen die Kernwelten wohl warten. Ha, das Schiff sieht gut aus. Sicher, dass es fliegt, Wacker? Das wird sie. Das wird sie wahrscheinlich. Dann mal los. Hab sie. Immer sachte mit der Steuerung, ja? Sei gut zu dem Schiff. Klar, ich hab's kapiert. Elera, diese Koordinaten sind nicht für die Raumstation. Zuerst brauchst du einen Weg hinein. Wir haben einen Frachter auf dem Weg zur Station ausgeschaltet, der Sansana geladen hatte. Sansana, also Gewürz. Erst wenn es verarbeitet ist. Hol es ab. Gib dich als Lieferant aus. Was soll eigentlich der Schrott hier draußen? Dafür kannst du dich bei den Sonnenwinden bedanken. Aber keine Sorge, das Schiff kommt mit allem zurecht. Oh. Da ist das Schiff. Schieß die Fracht frei. Mhm. Bring uns näher ran, während ich den Fangstrahl aktiviere. Arbeit um das Gerät aus! Geht die Fracht frei oder stirbt! Piraten, das hat uns gerade noch gefehlt. Sie dürfen nicht die Ladung treffen. Ich weiß, Wacker. Wir müssen kämpfen. Ich krieg die Fracht nicht zu fassen, während sie auf uns schießen. Beschützt die Bahnbrecher. Geschmeidig. Nicht wahr? Also, holen wir jetzt den Rest der Fracht.
Na also, hab's. Perfekt. Jetzt haben wir Sansana an Bord. Ich, üb die Koordinaten der Raumstation ein. Das wird schon. Das wird schon. Also, da wollen wir einbrechen? Ja. Mach einfach nichts Verdächtiges, okay? Weißt du was? Ich deaktiviere die Bordwaffen. Nur für den Fall. Negativ. Unser Frachter der Darius G-Klasse hatte Probleme und wir mussten für ihre Lieferung auf dieses Schiff ausweichen. Lieferung von kostbaren Mineralien. Äußerst legalen Mineralien. Folgen Sie der T-Eskorte zu Andockbucht 3 zur Inspektion. Inspektion? Zumindest sind wir drin, oder? Was stehlen wir hier überhaupt, Elera? Nichts. Ihr tilgt Schulden. Jedes Syndikat in Mirogana schuldet Gouverneur Torgen Geld. Die Aufzeichnungen dazu befinden sich auf dieser Station. Also, ich finde den Datentresor, lösche die Schulden der Pikes und Torgen glaubt, sie hätten seine Daten gehackt. Daten löschen, die Pikes beschuldigen. Und Crimson Dawn gewinnt. Warum habe ich das Gefühl, dass Elera uns benutzt? Weil es Crimson Dawn ist. Und sie es tut. Also, Kisten mit Sansana. Wir haben Kisten mit Sansana? Okay, das wird hart. Es ist noch nicht zu spät, um die Fracht zu übergeben und zu verschwinden. Nein, ich brauche Ersatzteile für mein Schiff und nur so bekomme ich sie. Wir ziehen das durch. Wir müssen. Also ich soll einfach... Was? Die Imps ablenken, während du den Datentresor suchst? Gute Idee, Wacka. Ich schleiche mich zur Hintertür raus. Na gut. Ich uns da eingebrockt, Nix. Gut. Wir schleichen uns raus und suchen einen Grundriss. Unbemerkt. Der nächste Auftrag wird besser. Jawohl. Ich werde die Augen offen halten. Wir sind drin. Auf einer Konsole findet sich sicher ein Grundriss. Dann finden wir den Datentresor.
wollen den Umsatz erhöhen, das verstehe ich. Aber ist es das Risiko wert? Das habe ich schon überlegt, aber... Aber du hast dich an das Leben gewöhnt, das dir dein Bonus hier einbringt, oder? Was soll ich sagen? Torgen macht es einem nicht leicht, wegzugehen. Da ist unsere Konsole. Wir können es uns nicht erlauben, dass Pikes einfach durch die Station spazieren. Haben Sie durchgezählt? Ja, sind alle da. Wir können es uns nicht... Also, Datentresor in der Wartungsbucht. Alles klar. Öffnen wir diese Tür. Hey Kay, die Offizierin inspiziert die Waren. Hast du die Daten gefunden? Nein, beschäftige sie. Ich dachte gerade, Mirogana gehört den Pikes. Statt ihre Schulden zu löschen, könntest du Crimson Dawn anschwärzen, Gorak alles erzählen und eine Belohnung kassieren. Ihr Lehrer hintergehen? Denk mal drüber nach. Was hält sie davon ab, sich dein Todesmal zunutze zu machen? Hey, ich hab dir nie von meinem Todesmal erzählt. Sowas spricht sich rum, Kay. Oh, warte, sie kommt zurück. Attentäter-Druiden gesehen. Danach hatte ich Albträume. Ist gar nicht so schlecht hier. Was zum... Das war knapp. Sektor gesichert. Thank you.
das Knöpfchen da. Grundriss muss der Datentresor hier irgendwo sein. Also gut, löschen wir ein... Mach schon, mach schon. Ach, wer soll denn aus diesen Dateien schlau werden? Wer bist du denn? Gehörst du zu Torben? Wow. Ja? Nein, du bist ein Eindringling. Und wenn du nicht willst, dass ich den Alarm auslöse, bringst du mich hier raus. Und wer genau bist du? Basnock. Torbens Buchhalter. Schicker Titel für einen Gefangenen, ne? Ich dachte, Gefangene sind meistens in Zellen oder so. Sie nennen es kreative Bestrafung. Kommt davon, wenn man zu clever ist. Die Schmiergelder und Mauscheleien des Gouverneurs laufen allesamt über mich.
Okay, wir müssen uns beeilen. Entscheide einfach, wem wir das anhängen. Eine Hand wäscht die andere. Lass ein paar Akten verschwinden und ich hol dich hier raus. Daten löschen, kein Problem. Was darf's sein? Also gut, lösch die Schulden von Crimson Dawn auf Toshara. Das wird Torben nicht gefallen. Was heißt, ich find's super. Crimson Dawn sollte sich auf was gefasst machen. Ich lösche alles und wir treffen uns dann in meiner Fluchthilfe. Deine Fluchthilfe? Ich hatte viel Zeit, um das zu planen, Eindringling. Du kannst sie von der Konsole hinter dir starten. Also, Boss Nock, wie mache ich das? Beruf den Frachtaufzug. Gut gemacht, Eindringling. Er bewegt sich. Toll. Ich heiße übrigens Kay. Ja, wie auch immer. Also, unsere Fluchthilfe muss rum. Kann mal jemand helfen? Da ist ein Schalter am Heck. Den sollte hier einen Energiestoß verpassen. Manchmal erinnere ich mich noch an unsere Zeit als junge Rekruten. Seitdem haben wir viel gelernt. Ja. So, und jetzt? Ja, folge mir. Ich führe uns hier raus. Schaltest du jetzt die Energiebarriere aus? Hey, komm zurück! Die Imperiale glaubt es nicht! Was? Ich hab die Warnbrecher abgeriegelt, aber sie versuchen die Türen aufzustemmen. Schnell! Ich komm ja schon. Kommen heute noch mehr Pike-Besucher hier durch? Fertig. Ja, los geht's. Wenn der Anblick der Größe unserer Operation sie in Schach hält, bin ich dafür. Gouverneur Torben weiß schon, was er tut. Ja, schon klar, Boss Nock. Wird es nicht schneller gehen, wenn ich dich trage? Was? Ich lasse auch mein Zeug nicht hier. Also, naja, die andere Tür ist nicht aufgegangen. Hast du den richtigen Knopf gedrückt? Ich muss hier improvisieren, Boss Nock. Warte. Gut, ich hab's. Was hast du denn da gemacht? Ich falle! Keine Ahnung, ich hab nur einen Knopf gedrückt. Such nach mir, Eindringling. Du musst hier runterkommen. Also, wie bist du denn hier gelandet? Ein Imbrunnes in Flomo hat mich beim Kamsee im Wasserback erwischt. Hey, nein, da kommt jemand. Boss Nock, bist du da? Oh oh. Ich hab gefragt, was du hier machst. Und genau wegen sowas unbefördert. Du kannst es einfach nicht lassen, deine Nase in anderer Leute Angelegenheiten zu stecken. Wie bist du überhaupt hierher gekommen? Das wüsstest du wohl gern. Solche Fragen können einem das Leben verändern. Hat mich jemand? Diese Energiebarrieren hängen an keinem Terminal.
unterwegs, sie auszuschalten, Eindringling. Netter Trick. Auf geht's. Geh vor und melde dich vom nächsten Terminal. Läuft genau nach Plan. Ja, klar. Reibungslos. Hat das geklappt? Hervorragend. Anscheinend musst du die Frachtautorisierung überschreiben. Hm, verstanden. Wo ist die Steuerbucht des Hangars? Voraus. So vielen Trupplern kommen wir nicht durch den Hangar. Vielleicht können wir sie rauslocken. Na schön. Gut, eine... Die Sturmtruppler da unten ziehen ab. Das ist die Gelegenheit, Nex. Kehren wir zurück aufs Schiff. Alles klar, Nex? Wird schon schief gehen, Kumpel. Aber der Bahnbrecher darf nichts passieren.
an Bord. Nein, 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 das war unser Ausgang. Dann sorgen wir für einen neuen. Aktivier die Booster und bring uns hier raus! Die sperren uns ein, Kay! Wir schaffen das! Wir sind draußen! Alles gut! Nichts ist gut! Da kleben Tees an uns! Wir müssen von dieser Station weg! Flieg wieder ins Trümmerfeld! Da hängen wir die Tees ab! Also, siehst du das imperiale Funkrelais? Da müssen wir hin. Wir löschen die Daten und dann vergessen die Imps, dass es uns gibt. Klar, verstehe. Aber vorher muss ich diese Tees ausschalten. Bahnbrecher ist getroffen. Mit diesen Tees am Hintern können wir das Relais nicht hacken. Schon dabei! Ja! Die schießen auf... Das war's! Die sind wir los! Wir haben es geschafft. Wer ist der Typ in dem Glas? Bosnok. Gut. Ja. Toll. Nähere dich dem Relais und ich lösche das System. Auch nur ein paar Sekunden. Ohne Unterbrechung. Anweisung an alle Piloten. Stellen Sie die Suche ein. Okay. Alles gut? Wir sind sicher. Jetzt zurück nach Mirogana. Schnell. Alles klar bei dir da hinten, Bosnok? Oh ja, ist eine Weile her, seit ich das letzte Mal so aufgekratzt war. Macht ihr sowas öfter? Also, tritt der Typ unserer Crew bei, oder? Wir sind keine Crew. Und nein, tut er nicht. Mal sehen, wie Gorak auf all das reagiert. Ja, die lassen dich bestimmt Zabak spielen. Wie auch immer du das anstellen willst. Ich
Ich bin bald zurück. Mach nicht alles kaputt, Bob. Hey, wie läuft's? Ich hab grad ziemlich viel zu tun. Ja, bist du gut beim Sabbaten? Was? Ja, ich bin aus Canto Bight. Gut. Ein paar Leute wollen im Makal um hohe Einsätze spielen. Nimm ihnen ihr Geld ab. Ich bin bald zurück. Mach nicht alles kaputt, Bosnok. Entschuldige die Störung, Borak. Ich sehe, dass du... Was willst du hier? Ich bring dir einen neuen Buchhalter. Ich wusste nicht, dass ich einen brauche. Ja, es ist so. Crimson Dawn wollte, dass ich dir was anhänge. Aber stattdessen haben die jetzt ein Problem. Der Buchhalter, Bosnok, braucht Schutz. Er hat für Torden gearbeitet, kennt alle Geschäfte, die der Gouverneur je mit deiner Konkurrenz gemacht hat. Wir kümmern uns um diesen Bosnok. Aber warum dieses Geschenk? Nur ein Gefallen. Dann solltest du wissen, dass eine Kopfgeldjägerin von Zarek Bash nach deinem Todesmahl gefragt hat. Sie nannte sich Vale. Vale. Ich halte die Augen offen. Danke. Ich bleibe keinen Gefallen schuldig.